Wohlfühlen und Lebensenergie in Räumen können durch die bewusste Gestaltung von Elementen wie Wasser, biophilen Designkonzepten, Öko-LED-Lichttechnik und Raumduftlösungen optimiert werden. Gerade in Hotels und Wellnessanlagen braucht es eine besondere Aufmerksamkeit, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. Ein Wohlfühlambiente in Hotels und Wellnessanlagen kann durch verschiedene Elemente geschaffen werden, darunter biophiles Design, Lichtkonzepte und natürliche Raumdüfte. Mit unseren individuellen Duftkonzepten schaffen Sie schon eine Bindung und Identität bei der Ankunft Ihrer Gäste. Biophiles Design bezieht sich auf die Integration von Natur- und Umweltaspekten in den menschlichen Lebensraum, sei es in Gebäuden, Räumen oder anderen Umgebungen. Diese Designphilosophie basiert auf der Idee, dass eine verstärkte Verbindung zur Natur zahlreiche Vorteile für die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Produktivität der Menschen haben kann. Mit pflegefreien Moos- oder Pflanzenwänden kann man ein wunderbares Raumklima mit schallabsorbierender Wirkung erzielen. Besonders prägnant zeigen sich Wände aus Baumrinden, welche in Lärche, Pappel oder Birke lieferbar sind. Wir sind Naturwesen, deshalb sind Räume ohne den Hauch der Natur wie ein Baum ohne Äste. Düfte schaffen Identität und Vertrauen, und sie wirken nachhaltiger als jedes andere Medium. Als Duftentwickler implementieren wir individuelle Duftkonzepte. Dies kann mit Naturölen im Diffusor Kaltvernebelung erfolgen. Hier bleiben die Duftstoffe und Terpene in ihrer vollen Qualität erhalten. Dies ist unser Celle-Projekt-Set. Den nehmen wir her für kleine Räume, Wellnessanlagen, Behandlungsräumen oder Ruheräumen, wenn ich wirklich mit ätherischen Ölen oder Naturölen beduften will. Ja. Das ist ein mega Gerät, ist entwickelt worden von der Firma Traumduft. Ja, und was ist das Besondere an den Celle? Durch die kalte Vernebelung bleiben die Terpene total in ihrer Qualität erhalten. Man kann die Düfte kombinieren, wie man will, also unzählige Düfte vom Waldduft anfangen, Lavendel, Rosenblätter, also da sind oben keine Grenzen gesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, ich arbeite jetzt 2 Jahre mit meinen Kunden im Celle, ob das jetzt Behandlungsstudios sind, Kosmetikstudios, Restaurants, Wellnessanlagen, die sind alle sehr, sehr zufrieden. Weil sagen, deren Gäste oder Kunden fühlen Sie wohler. Und tatsächlich ist es so, es gibt Studien aus Kanada, dass 30% der Tagesverfassung von Düften abhängen. Das muss man sich mal vorstellen. Natürlich von Naturdüften. Ich rede jetzt nicht von so chemischen Düften, sondern von Walddüften, Naturölen, ätherischen Ölen. Und das kann man alles mit dem Celle implementieren. So, und jetzt werden wir schauen, wie der Celle zusammengesetzt ist. Wir werden das Bild jetzt von links nach rechts durchgehen.
Ihr seht da einen schwarzen Ständer, einen Dekorständer aus Metallständer, der pulverbeschichtet ist. Da kommt ein Wegglas rein, das meistens mit einer Filzblende überzogen ist. Die kann man sich aussuchen in schwarz oder in beige, also hell. Und in diesem Wegglas ist ein Gel drin, gemischt mit dem Duft Ihrer Wahl. Darauf seht ihr den Lüfter, der in den Buchenholzring eingebaut ist. Der ist sehr leise, also kaum wahrnehmbar. Und wie gesagt, gibt es die Düfte. Das seht ihr dann auf der rechten Seite. Da sind die 1100 Milliliter, die circa 2 bis 3 Monate halten. Und auf der linken Seite seht ihr die 500 Milliliter, die circa 4 bis 6 Wochen halten. Und es ist das ganz einfach. Der Deckel drauf, Gel rein, angesteckt und der Satz mit der Natur verbunden.